Pop-Titanen Land wird verklagt. Von einem Pop-Titanen, den dieses Land hervorgebracht hat. Von welchem Land könnte die Rede sein? Richtig, von Deutschland. Und wer ist der Pop-Titan? Das ist dann einfach Dieter Bohlen. Er klagt vor dem Europäischen Menschenrechtsgericht, denn er ist in seinen Menschenrechten, in seiner Würde und in seinem Karma verletzt, weil er ungefragt in eine Zigarettenwerbung benutzt wurde. Das dürfte ein Land wirklich nicht zulassen. So geht man nicht mit seinem Pop-Titan um. Er klagt auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz. Völlig zu Recht, daran sollten alle Pop-Titanen um die 60 denken, dass sie sich ein zweites Standbein verschaffen. Solange diese Menschenrechtsverletzung nicht behoben ist, will Präsident Gauck nicht mehr Deutschland besuchen. Morgen geht's weiter.